Hey Leute, seid herzlich willkommen zu dem nächsten Part Oddworld Abe's Odyssey. Gut, wir sind in diesen shitty Platz angekommen. Okay, ich habe mich da ein kleines bisschen schlau gemacht wegen diesen Teilen. Das ist wirklich unnormal schön. Und zwar sieht das so aus. Ganz schnell an deren Hand rollen. Warten, bis die Fledermäuse irgendwie oben sind. Warten, bis diese Kugel irgendwo hinten ist. Hochziehen und sofort ducken. Weil sobald man steht, schmeißt es einen runter. So, ich hänge mich hin. Gut, Fledermaus durch. Da seht ihr, plötzlich passiert dann nichts mehr. Wahrscheinlich war das die ganze Zeit mein Fehler. Okay, Fledermäuse bringen sich nochmal weg. So. Gut, Fledermaus, bitte flieg weg. So, noch mal kurz warten, bis er weg ist und dann. Okay. So, ich werde jetzt erstmal nicht sagen, versucht das mit dem gleichen Takt hinzubekommen. Nein! Da habe ich mich vertan. Ui. Gut, Fledermaus, bitte flieg weiter. Oh, das war knapp. Mit der Fledermaus. So. Aufgestanden. Ich mache aber auch dämliche Fehler. Ey. Wahrscheinlich könnt ihr schon längst nicht mehr zusehen. Wenn das wirklich klappt, ich versuch's irgendwie zu schneiden. Weiter. Oh, das war schon ein bisschen knapp. Und aufs Neue. Nur diesmal mit Geduld. So, mache ich das jetzt. Jetzt schleichen. Diese Stelle ist wirklich heftig. Mal umdrehen und rennen. Ja, nice. Oh mein Gott, wie geil war das denn bitte? Na,
Fliege nochmal aus. Bitte. Und wieder das. So. Wieder mal kurz aktivieren und schleichen. Unbedingt darauf achten, umdrehen und direkt rennen. Ja, schade. Okay, Fledermaus. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich am ersten darauf achten. Die Fledermaus geht hoch. Das soll. So. So, Fledermaus sind durch. Das Teil ist da. Und schnell ducken. Nein! Jetzt ernsthaft? Oh, Fledermaus. Okay, Leute. Wenn das wirklich klappt, wird dann hier ein Cut kommen. Ich werde das da versuchen durchzukommen. Also ich werde das so weit schneiden, dass ich den Abteil jetzt schaffen werde. Mit dem Durchlauf. Und ab hier werde ich erstmal nichts sagen. Wenn ich das nicht cutte, dann wundert euch nicht, dass ich hier nicht rede. Ich hoffe, dass man das jetzt irgendwie verstanden hat. Also mache ich hier jetzt einen eventuellen Cut. Und es wird so weit vorgehen, dass ich dann diesen Abteil mit diesem Durchlauf schaffen werde. Also, ich mute mich. So, anscheinend wird da doch kein Cut kommen, weil ich glaube, das direkt geschafft. Juhu! Und dann geht's mal weiter. Nochmal sorry, dass ich da wirklich gemutet habe, dann nichts gesagt habe. Man muss einfach dort konzentriert bleiben. Also, es geht endlich weiter. Juhu! So. Die Pyramids werden da sicher noch gleich kommen. Erstmal erkundigen.
Oh, shit. Okay, die ersten zwei sehe ich da sogar noch. Im Vordergrund. Jetzt hier ungefähr unten beim Schatten. Ist da einer. Und an der anderen Seite auch. Da sind auch zwei. Okay. Da sind zwei. Aber ich hab keine Ahnung. Okay, hier werde ich wahrscheinlich viele Anläufe brauchen, damit ich erstmal überhaupt verstehe, wie man da genau laufen muss. Und mit einem Durchrutsch bezweifle ich, um ehrlich zu sein. Weil es sieht schon ein bisschen heftig aus hier. Eins, zwei oder drei. Wobei, ich nehme die Mitte. Die goldene Mitte. Okay. Kann man sich Futter holen? Hier? Ah, kann man wieder anfangen. Also gut. Dann wollen wir mal den Horror starten. Okay, da musste ich springen. Okay. Ich speichere mal hier kurz. LP, so. Kurz und knackig. Uiuiuiui. Okay. Ende. Okay, da darf ich wieder. Jetzt ernsthaft? Alter. Da. Ja, okay. Habe ich gemerkt. So. Na. Okay. Ja. Danke, danke, dass ihr da hingesprungen seid. Nein, 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 nein! Oh, ernsthaft. Okay. Ich muss es im Hinterkopf halten. Ich muss ständig rennen. Oh, ja, ja, ja. Manche noch Herzinfarkt. Nein! Ah, oh, da wollte er nicht springen. Shit. Shit, shit, shit. Okay, das war Blödheit von mir. Oder einfach nur schlechtes Timing von mir. Ach ja, moin. Okay. Anscheinend nur, weil ich mich da für ein kleines Stückchen hochgezogen habe. Okay, ich versuch's gleich mal nur mit Hängen. Wie das da hilft.
Einfach nur hängen. Rollen, 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 rollen. Da, du nicht stehen bleiben. Oh Gott. Warum kommt da einer? Boah. Oh Mann. Zum Faktor als sonst, ey. Weil der einfach unerwartet irgendwas wieder kommt. Hier ebenso ein wunderbares Beispiel von perfektes Timing. Na los, bitte, komm schnell runter. Okay? Ach, ernsthaft. Weil er für eine kurze Zeit aufgestanden ist. Ruhig. So gut. Ich werde das bestimmt auch schon nicht mehr sehen. Kein Kommentar. Lauf, 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 lauf. Spring, spring. Komm, 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 komm. Und oh, warum springt er nicht? Oh. Okay. Und auf ein neues. So. Gerade wieder kurz, dass er nicht springen will. Aber alles okay. Kurze Verschnaufpause. Und weiter geht's. Oh. Geschafft! Das Riesengesicht meint, ich hätte schon viel gelernt bei diesem Test. Die Narbe an der Hand hilft mir, den Gefahren nicht zu stellen. Ich brauche ihre ganze Kraft, mein Schicksal zu erfüllen. Na, schick, schick. Na, was steht denn da? Du? Kommst? Wieder. Das ist auch mal schön, dass man wiederkommt. Die Bats. Speichern. Nur für den Fall der Fälle. Weil ich durfte den ganzen Teil, was ich davor produziert habe, nochmal durchspielen. Sprich also die ganzen Türen, die ich davor hatte, also wo wir da gerade waren. Durfte ich aufs Neue spielen, aber ging glücklicherweise schneller. Also schnell vorbei. Mit den Fleischarbeitern, mit den verlorenen Geschichten und geboren inmitten dieser heraufbeschwörten Kreaturen mit enormem Appetit, Tatenschale und entsetzlichen verbranntem Atem. Dem Herz aus Stahl und Klingen. Der erste soll Zeugnis ablegen und hervorkommen. Er befreit seinesgleichen, bevor er die anderen findet. Okay. Ceremonia haben wir.
Es kommt. Was? Skrabania. Uiuiui. Ja, ist gut. Okay, das haben wir schon gesehen. Okay, hier würde ich es mal behaupten. Hebel ziehen oder was? Okay, Hebel ziehen. Ich habe im Traum die Scraps gesehen, wo sie zu Hause sind. Sie lebten schon auf dieser Welt, da war ich noch ein Kind. Jetzt sind sie gemahlen, zerstampft und geschnitten. Zu Scrapcakes am Stab. Mit großen Profiten. Ja, lecker Schmecker. Hier, vorsichtig. Ja. Na super. Okay, da können wir nicht. Kurz Vorsicht. Um das Elum zu besteigen, stelle dich davor und drücke Pfeiltaste nach oben. Kennen wir doch schon. Elum, no! Okay, da hoch kann ich schon mal nicht. Erstmal noch nicht. Na gut, Leute. Ich sehe gerade schon wieder, es ist wieder Zeit. Dann bedanke ich mich mal wieder, dass ihr hier eingeschaltet habt. Glücklicherweise konnten wir da schnell wieder voranschreiten, dass wir jetzt bei Scrapania, wie das heißt, hinkommen konnten. Gerade den Faden verloren. Egal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Haut rein. Ciao.